So, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Mit dabei ist der gute Zwieback-Gesicht. Was geht ab? Herzlich willkommen. So. Ho, ho, ho. Ho, ho, du bist der kleine Weihnachtsmann hier. Du bist verkleidet, kann das sein? Ja, ich sehe eher aus wie ein Weihnachtspenner. Mein Bart sieht so ein bisschen aus wie... So richtig runtergetretener Penner in einem Weihnachtskostüm. Herzlich willkommen in der Folge. Wir machen halt Folgendes. Wir nehmen heute 4 Grundstücke dran, die wir bewerten, Freunde. Aber ganz wichtig, das schlechteste Grundstück, das werden wir einfach löschen. Das heißt, 3 Stück werden gut bewertet, beziehungsweise werden einfach bewertet. Und eines, das schlechteste, werden wir einfach löschen. Das teilen wir jetzt auch mal den Spielern mit. Und zwar Folgendes. Wer möchte sein Grundstück bewertet haben? Aber Achtung, das schlechteste von 4 Stück wird gelöscht. So, damit die Bescheid wissen. Ich spamme das hier mal ein bisschen rein, weil die schreiben gerade alle noch ich, damit die es auch lesen. Und wer jetzt schreibt, dass er dabei ist, der nimmt das an. Wenn er der schlechteste ist, ganz egal, wie gut das Grundstück ist. Hier ist einer. Wenn einfach 3 bessere dabei sind, dann kommt das auf den Müllhaufen, dann ist das weg. So, mal gucken, was die schreiben. Ich habe hier jemanden. Wo sind die? Ich bin hier bei einem. Ich komme mal zu dir. Du hast einen? Der hat geschrieben hier. Warte, das Ding hier? Ja, das nehmen wir natürlich nicht an. Also, es muss schon was gebaut sein. Das hier. Ach so, das. Ja, das können wir annehmen. Ist das seins? Ist das überhaupt seins? Oder zeigt er uns nicht das? Das ist seins. Arzt 0. Okay, ich schau mal. Arzt 0, bist du sicher? Das schlechteste wird gelöscht. So. Er schreibt ja. Okay, er ist ganz sicher. Also wenn er jetzt nicht noch irgendwas schreibt, dann ist er hier dabei. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich könnte so was Fieses sagen, aber das weiß ich jetzt. Du darfst, das ist Platz bewerten. Du darfst ruhig was Fieses sagen. Also, ich würde es direkt löschen. Oh, das ist aber echt fies. Ja, ich muss sagen, man sieht, er ist, glaube ich, noch ein bisschen neuer, weil er ist ja auch nicht reich und irgendwas. Aber es ist zumindest, also er hat sich Mühe gegeben, das sieht man schon mal. Dann hat er hier einen dicken Kackstift noch durcheinander. Was ist das denn hier? Ah, das war eine Treppe. Oh, die baue ich dir schnell wieder auf. Aber warte, ich baue dir die mal ab. Ja, du reißt also schon ab. Das ist schon sehr gut. Gute Einstellung. Nein, jetzt ist hier alles weg. Oh, verdammt nochmal. Ich fixe es mal ganz kurz. Warum denn aus Dreck? Und warum schneit das denn hier? Warum baut der das denn aus Dreck? Okay, ich glaube, so war das. Hier muss man richtig springen, um nach oben zu kommen. Hilf, jetzt bin ich wieder unten. Oh, verdammt, das ist alles so verwirrend. Ja gut, Zwieback, du kannst gerne mal anfangen. Was siehst du denn hier in dem Haus? Ich weiß ja gar nicht, was das darstellen soll. Ich auch nicht. Es gibt noch einen Keller, aber der ist halt nur aus Cobblestone. Und es gibt noch einen Keller, aber der wurde nur okay. Ja, ich gebe einfach mal eine Punktzahl, Zwieback. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja. Hast du eine Idee? Tja, ein Punkt. Ein Punkt? Also, wir sind immerhin auf CB22. Das ist der City-Build, wo die meisten neuen Spieler sind. Und wir dürfen jetzt auch nicht zu krass gemein sein. 1,5. Das ist schon... Ich weiß aber auch nicht, was man ihm da anrechnen könnte. Ich rechne ihm hoch an, dass er meinen Kopf gesetzt hat. Aber ich rechne ihm gleichzeitig wieder ab, dass er Rypex daneben gesetzt hat. Ich hole mal alle Spieler her, dann machen wir Folgendes. Dann frage ich mal, wie oh Gott. Viele Sterne würdet ihr geben? So, fragen wir die einfach mal. Oh nein. Das GS von... Oh. Von Atz. Das geht nach hinten los. Okay, die schreiben alle 2, 0... Okay. 1. Ich würde sagen, auf 1,5 kann ich mich einigen, Zyberg. Machen wir das so. Das erste Grundstück... Toll, jetzt hat er den ganzen Hass. Was geht der jetzt ab? Der arme Kerl, jetzt tut er mir leid. Ja, einige schreiben sogar 2... 2 von 10, sagen sie. Und wir reden machen wir 1,6, okay? 1,6 von 5. Das ist, glaube ich, okay. Als ob das die Sau fett macht. Ja, passt schon. So, wir machen mal den nächsten. Ich spam noch mal ein bisschen rein. Mal sehen, ob noch einer möchte. So, wer möchte noch? Und dann gehen wir gleich zum nächsten Grundstück, Freunde. Der Null Tryhard möchte noch. Gehen wir mal dahin. Ich frage nochmal Null Tryhard ganz sicher. Und dann machen wir das. Oh! Oh, das ist aber mit dicker Einsatz. Zwieback, komm mal her. Ich hole dich gerade mal her. Guck dir das Grundstück hier mal an. Das setzt der gerade ein. Guck mal. Alter! Ist das hier das wirklich? Der setzt das gar nicht ein, weil er genau weiß, das wird nicht das Schlechteste sein. Das kann natürlich auch sein. Das ist halt einfach allein der Baum. Allein der Baum ist mehr wert als das Grundstück vorher. Ja, okay, da stimme ich leider zu.
Aber trotzdem kann es theoretisch, also er wusste das ja nicht. Ich habe auch gesehen, er hat schon in der ersten Runde geschrieben. Aber es doch, er wusste es schon, ne? Natürlich. Wir hatten doch alle Leute hin teleportiert zu dem ersten. Nee, ich habe das gesehen, bevor wir beim ersten Grundstück waren. Da hatte der auch schon geschrieben. Also es könnte natürlich sein, dass er auch was Gutes baut, aber er einfach trotzdem nicht der Beste ist, weißt du? Das Ding ist einfach gut. Ja, das ist wirklich nicht schlecht, das Grundstück hier. Ich würde sagen, was geben wir denn da hier? Also, wie viele Maximalsterne sind möglich? Es gibt 1-5 Sterne. 4. Also mein Problem ist, warum ich keine 4 geben würde, ist, weil es halt komplett leer ist. Also da ist wirklich nichts gebaut. Oh, hi, Rypex. Wir müssen kommen in der Aufnahme. Ne, Rypex bewertet wieder schlecht. Wir gehen kurz hoch. So, wir machen mal... Es ist so viel leer, weißt du? Das gefällt mir nicht. Ich gebe... Dann mach 3,5, aber nicht schlechter. Das wäre gemein. Ja, 3,5 ist für mich in Ordnung. Dann machen wir 3,5. Wo bewerten wir das Ganze denn mal? Ich glaube hier... Ich mach das mal hier auf die Kante einfach ganz stumpf. Moment, zack, zack, zack. Ich schreibe mal ein Schild hier einfach hin. Moment, so, einmal ein Schild. Bewertet von Abge... Und oh, mit dir kann ich das Spiel auch spielen. Schreibe ich dich richtig oder falsch, Zyberg? Was denkst du? Du wirst mich safe falsch schreiben. Ah, verdammt. Bewertet von Abge und Zyberg-Gesicht mit 3,5 von 5 Sternen. So, ich hatte in dem Moment, wo du gesagt hast, falsch, hatte ich das K getippt. Ich wusste sogar, dass das genau kommt. Ich wusste, dass das kommt. Aber das kann man sich ja auch nicht verkneifen, weißt du? Na gut, passt. 3,5 hat der, also er ist nicht der Schlechteste. Ich frag mal, wer noch möchte. Hast du noch einen gefunden? Ja, der hat es auch eingesetzt hier. Der hat sogar reingespammt. Ich habe ihm die Bewertung noch gegeben, ich komme mal zu dir. Der möchte auch. Ja. Oh, das ist aber mal ein Ding hier. 01 Flow, ganz sicher. Fragen wir ihn das nochmal. Also das ist ja echt hier, das ist auch wertvoll. Yo, auch mit den Köpfen. Alter, hier die ganzen Guardians und so, ist echt gut. Okay, Shop steht hier oben. Ja, hier noch wertlose Reibex-Köpfe am Start, aber auch coole von mir. Ich habe langsam die Befürchtung, und es tut mir schon wirklich leid, dass das erste Grundstück, was wir bewertet haben mit 1,5, dass das nachher hinten runterfällt. Und der wird wahrscheinlich sehr, sehr traurig sein, weil das, er nicht so erfahren ist. Das ist eigentlich bitter. Das könnte ich mir vorstellen. Was haben wir denn noch so? Hier Laub gibt's hier noch. Okay. Also ich kann das eigentlich gar nicht gutheißen, so vor Weihnachten. Na, so sind die Regeln, Zyberg. Wir können jetzt nicht weichlich sein und hier das einfach nicht löschen. Das Schlechteste muss gelöscht werden. So sind also die Regeln. Wenn das erste da drunter fällt, dann mache ich ein anderes Angebot. Oder jetzt warte ich erstmal, ob vielleicht noch ein schlechteres kommt. Ja, okay, dann bin ich gespannt. Also, ja, das hier hat keinen Keller und so. Es ist wieder ein bisschen was frei am Rand, aber es ist auf CB22 gebaut. Ich meine, die Leute spielen noch gar nicht so lange hier. Hast du eine Idee, was du geben möchtest hierfür, für das Grundstück? Es ist halt sehr voll. Ich würde auch nur 3,5 machen, weil das hier ist halt, es symbolisiert eigentlich nur Reichtum. Es ist schon ganz nett gebaut, aber es ist nicht kreativ. Ich gebe noch 0,1 drauf, damit es ein bisschen besser ist als das davor, Zyberg. Ich mach 3,6 draus. Okay? Ja, meinetwegen. Gut, dann schreiben wir das mal hier auf die Kante. Richtig oder falsch, Zyberg? Diesmal wirst du es wahrscheinlich richtig schreiben. Na, warte, du darfst es noch nicht jetzt sagen, weil ich habe es noch nicht getippt, okay? Ach so. Bewertet von Abge und weiß ich's nicht. Zwiegesicht mit 3,6 von 5 Sternen. So, richtig oder falsch, Zyberg? Richtig. Na, okay, das heißt, du führst mit 2 Punkten. Ich fürchte, du gewinnst gegen mich in dieser Folge. So, er kriegt natürlich auch wie der andere noch einmal eine Bewertung. Und wieder bekomme ich nichts dafür, wie am letzten Mal bei dem Testspringen. Wo dann Bantor World Edit bekommen hat und das Loch genau getroffen habe. Das sind doch alte Kamellen, Zwieback, da müssen wir gar nicht drüber reden. An solchen Sachen halte ich mich fest. Wer möchte noch, frage ich mal. Gehen wir zum Letzten. Ich bin gespannt, ob der Letzte jetzt eine Chance hat, den Ersten zu unterbieten. Ansonsten wird der Erste. Da schreibt einer S, wie heißt der Typ? SFG-X bei irgendwas. So. Nehmen wir doch mal einen ohne Rang, oder? Was hältst du davon? Dann der, wie heißt der Typ? Der Bimbo? Was? Gehen wir mal zu dem. Was ist denn das für ein Name? Das ist Rassismus. Der hat gar kein Grundstück, der hat gar keins. Dann nehmen wir den nicht, dann gehen wir zum anderen. Und mein Freund, nenn dich mal um. Wir sind hier, das ist ja. Eigentlich müsste ich dich für Rassismus bannen. Zum Glück ist dein Skin nicht schwarz, ansonsten wärst du jetzt weg. Gehen wir zu Vector-Arzt, ja? Vector-Arzt. Ne, der hat auch nix. Ah, wenn die doch nichts haben, warum schreiben die dann hier rum? Dann. Asuna. Asuna wird, glaube ich. Oh ne, der wird, glaube ich, nicht. Dann nehmen wir. Ich frage nochmal nach. Wir müssen noch ein paar mehr Angebote hier. Hier ist ein Premium, der schreibt ich. Herr Lama. Okay, dann gehen wir zu Herr Lama. Dann hat der jetzt die Chance.
Herr Lama, was machst du denn gerade hier? Nee, das ist doch das Grundstück, wo wir schon waren, Herr Lama. Dann vielleicht PH. Herr Lama? Das ist doch nur eine leere Fläche, was soll denn das hier? Und das hier ist, also komm, also das zählt für mich nicht mal als Haus. Das ist, dann haben wir jemand, der heißt Reflex irgendwas, abgemeint erstes Grundstück. Okay, PH Reflex. Reflex 257 irgendwas. Das ist sogar sehr schön. Das kann man, ich frage mal Reflex, bist du ganz sicher? Mal sehen, was er dann sagt. So, der ist hier auch gerade am Start. Also ich finde schon mal ganz, ich muss sagen, das Haus ist schön, ne? Ist ja. Das vielleicht irgendwie abgebaut worden irgendwo? Glaube ich nicht. Es sieht sogar, das sieht selbst aus. Ja, stimmt. Doch, es sieht wohl selbst aus. Ich finde auch das hier mit den Ranken, das, ja, ist okay, finde ich cool. Mal gucken, was er so, hat er gesagt ja? Ist er ganz sicher? Ich glaube ja. Okay, gut, dann nehmen wir das hier. Ein bisschen was hiervon, okay, mal reingehen. Ist eine kleine, schöne Hütte. Das Einzige ist natürlich, ist jetzt nicht das krasseste Grundstück oder so, ne? Aber also, es ist sehr liebevoll gebaut. Keller ist leider auch leer. Hier gibt es noch eine kleine Sortieranlage. Aber ich glaube, das war es auch schon im Großen und Ganzen. Also das Haus ist jetzt nicht mega groß, aber ein schönes kleines Haus. Ja. Fangen wir an, Zibak. Was soll es sein? Eine 3. Eine 3? Glatt? Ja. Nicht weniger. Ja, weniger hatte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich bin eher so bei 3,2 bis 3,3. Das lasse ich durchaus mit mir machen. Wollen wir 3,2 machen? Ja. Okay, dann machen wir für den eine 3,2. Dann schreibe ich... bitte Leute, kommt schon. Dann schreibe ich hier mal hin. Bewertet von Zwiebackgesicht und Abke mit 3,2 von 5 Sternen. So, letzte Chance für mich. Richtig oder falsch, Zwieback? Also jetzt hast du es wieder richtig geschrieben. Jetzt habe ich wieder richtig. Dann habe ich meinen ersten Punkt. Sehr schön, Herr Zweibackgesicht. So, ich glaube, wir haben einen Verlierer. Und zwar der erste. Gehen wir da am besten noch kurz hin. Ah, hier ist es, Zwieback vom Atz, das Grundstück. Oh je. Also ich will nicht, dass es gleich wird, denn ich biete etwas. Aber das ist dann auch hart. Es wäre einfach zu hart, weil es ist ein junger Spieler wahrscheinlich, der hier ein bisschen baut, auch wenn es nicht schön ist. Da musst du aber schon was Gutes anbieten. Ich guck mich hier nämlich du darfst alles voll. Das ist kein zweites Grundstück, das ist dein Hauptgrundstück auf jeden Fall. Ja, deswegen. Du darfst meinen Rang für eine Woche in den Kackrang umändern. Statt Orga. Wenn du es nicht löscht. Aber die Regeln sind doch so, dass ein Grundstück gelöscht werden muss. Ja, aber wir haben doch gleich. Wir haben doch jetzt Weihnachten. Ich hab die Regeln schon so oft gebogen, Zwiebeln. Ja, aber wir haben Weihnachten. Das ist der Arme. Verdammt nochmal. Soll ich noch mehr einsetzen? Sag was. Freunde, wisst ihr was? Dann machen wir es so. Eigentlich sind die Regeln so, dass wir es löschen müssen. Wenn ihr das Angebot von Zwieback annehmen wollt, dann schreibt es bitte jetzt in die Kommentare und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also Zwieback setzt hier eigentlich schon eine ganz schöne Strafe ein jetzt über Weihnachten, um sich für den User einzusetzen. Ja, wenn ihr noch eine andere Idee habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Lieber Atz, du hast leider eigentlich verloren. Das ist... Ja, du bist halt von den vier Grundstücken nicht das Beste. Also du bist das Schlechteste, so. ja, ich lasse das die Zuschauer entscheiden, anders geht's nicht, Zwieback. Ich habe schon so oft bei diesem Format gesagt, dass wir dann irgendwie dass sie noch verschont werden und so, weißt du? Aber man muss es eigentlich auch mal machen. Man kann nicht alle immer verschonen, weil sonst schreiben sie immer alle ich. Und dann, eigentlich geht das nicht. Ich will auch, dass die Leute, die das einsetzen, auch wirklich ein bisschen Respekt davor haben, würde ich sagen, weißt du? Ja, na gut, ihr entscheidet's, Freunde. Schreibt's in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch reinschreiben, ihr sollt gar nichts bekommen als Strafe. Ja, das war's mit dieser Folge. Checkt gerne den Zwieback ab, lasst einen Daumen nach oben da, haut rein, bis dann und tschüss.